Seit dem ersten Spieltag warten die Löwenfans auf einen Heimsieg. Immerhin vor einer Woche beim Auswärtsspiel gegen Halle hat es geklappt. Das Team von Maurizio Jacopacci hatte dort 2:0 gewonnen. Aber der Trainer musste auf Guttau, Schröter und Starke verzichten. Drei 60er-Säulen konnten nicht mitwirken. Die Münchner Löwen in den weißen Trikots trotzdem mit dem besseren Start. Sie waren gefällig unterwegs. 17. Spielminute, Querschläger. Und die eigentliche Fairler Nummer 2, Tom Müller, mit einer guten Tat. Er ersetzte den an einer Gehirnerschütterung laborierenden Luca Unbehauen. Aber auch der Sportclub nahm sich was vor in dieser Partie. 25 Minuten gespielt. Wolfram in der Vorwoche getroffen beim 2:3 gegen BVB 2. Und dann eine richtig gute Kopfballmöglichkeit für Patrick Kammerbauer. Aber er scheitert am starken Marco Hiller. Maurizio Jacobacci versuchte sein Team in dieser Phase wach zu rütteln. Es gelang ihm aber nicht wirklich. Nur eine Minute später, 26. Mael Corbos, der Kapitän in seinem 100. Drittligaspiel. Natürlich alle für den Sportclub aus Verl. Dann nahm 60 München nochmal Fahrt auf. 40. Spielminute. Der Ball lief gut über die Außen. Frenesi, Schwarz saugt den einmal an. Und dann kommt Tim Rieder in die Spur und der Ball landet im Netz. Die Löwenführung. Rieder lässt sich feiern. Erstes Saisontor für ihn, aber der zweite Blick zeigt, es war ein Eigentor. Ganz unglücklich von Torge Petro, der Innenverteidiger. Tut das, was man als Innenverteidiger eben tut. Er streckt den Fuß raus, versucht irgendwie die Flanke zu verhindern, aber überlistet seinen Torhüter. Keine Abwehrmöglichkeit für Tom Müller. Und die Löwen rollten dann so richtig. Nur eine Minute später. Vrenesi auf einen sehr spannenden Spieler. Ludewig, die Leihgabe von RB Salzburg mit seinem Startelf-Debüt. Er sollte noch das ein oder andere Mal im Mittelpunkt stehen. Und die Löwen feierten es am letzten Oktoberfestwochenende endlich mal ein Heimspiel. Im zweiten Durchgang dann Schwarz mit einer Show gegen drei Mann. Geht er da durch, geht vorbei, hängt sie alle ab. Und im Zentrum schon wieder Ludewig. Was für eine Riesenchance. Dem ersten Saisontreffer so nah. Aber Tom Müller macht es gut und hält den Sportclub im Spiel. Wolfram mit der nächsten Flanke. Und der Ball wieder im Tor. Der eingewechselte Bark will sich feiern lassen nach 76 Minuten, aber wir sehen hier die Kopfballverlängerung von Lokotsch. Da ist Bark im Abseits und deswegen korrekt kein Tor. Eigentlich völlig untypisch. Verl ja die beste Offensive der Liga. Eigentlich treffen sie immer auch ganz gerne mal in der Nachspielzeit, wie vor zwei Wochen gegen Duisburg. Hier versuchen sie es nochmal in 90 plus 5 durch Benger. Es sollte aber nicht mehr reichen. Am Ende gewinnt 60 München dieses Spiel und von Jacobacci und Pfeiffer fiel jede Menge Druck ab. Ja, nein, es war schon ein Arbeitssieg heute. Wir haben doch gegen einen wirklich sehr guten Gegner gespielt, der eben Fußball spielen will und auch kann. Und es brauchte wirklich die vollste Konzentration, aber auch die größtmögliche Energie, um dieses Spiel nach Hause zu bringen. Ist klar, dass die erste Halbzeit ausgeglichen war. Sie hatten doch zwei Chancen hintereinander, aber danach hatten wir doch das Tor. Total unglückliches Gegentor, aber so ist das manchmal. Ne? Jetzt haben wir eine englische Woche, munter putzen, weitermachen. Ja, und diese englische Woche hat es in sich. Für 60 München geht es nach Ulm, da ist ausverkauft angemeldet. Und auch für die Verler ist es ein Highlight gegen Bielefeld zu Hause vor ausverkauftem Haus. München spielt auf jeden Fall das zweite Mal 2:0. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.